21.02.2024 gegen ca. 18.45 Uhr kam es im Kreuzungsbereich Rollachstraße, Frankenthaler Straße zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 55-jährige Radfahrerin wurde dabei lebensgefährlich verletzt. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der weitere Unfallbeteiligte, ein 29-jähriger Autofahrer, erlitt einen Schock und musste ebenfalls medizinisch betreut werden. Ein freiwilliger Alkoholtest ergab bei ihm einen Wert von 0,0 Promille. Auch anderweitige Anzeichen für Fahruntüchtigkeit ergaben sich nicht. Während der Verkehrsunfallaufnahme wurde die Kreuzung komplett gesperrt. Es kam zu keinen größeren Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Ermittlungen von Staatsanwalt Frankenthal und Polizei zum genauen Unfallhergang wurde aufgenommen. Hierzu wurde von der Staatsanwaltschaft auch ein Gutachter bestellt. Die Polizei suchte dringend Zeugen, Personen, die etwas gesehen haben und zu dem Unfallhergang etwas beitragen können, sollen sich dringend bei der Polizeiinspektion 1 in Ludwigshafen melden. Kutan Immobilien, meine Nummer 1, Ihr Makler in der Metropolregion. Kutan Immobilien.